Höhepunkt des Wettkampftages steht bevor. Der Stadionsprecher kündigt den Kampf des gambischen Tigers von Serra Kunda gegen den Löwen des Senegal an. Hier der Löwe des Senegal bei seinen Lockerungsübungen. Zur Unterstützung seiner psychischen Kräfte malt er Beschwörungsformeln in den Sand. Ein kleines Feuer soll ihm mystische Kräfte verleihen und den vermeintlichen Sieg bringen. Anhänger besitzt er hier in Gambia nicht. Der Löwe des Senegal ist vollkommen auf sich allein gestellt. Auf der anderen Seite des Platzes der gambische Meister und Tiger von Serra Kunda. Er wird von seinen Fans gefeiert und angeheizt. Sein Trainer gibt ihm taktische Hinweise und Betreuer präparieren ihn für die bevorstehende Auseinandersetzung. Rechts der Löwe des Senegal und links der gambische Tiger von Serra Kunda. Sollte der Senegalese gefällt werden, müsste ein unbeschreiblicher Jubel ausbrechen. Diese Auseinandersetzung entwickelt sich zum Prestigekampf zwischen Gambia und Senegal. Keiner der beiden Rivalen will sein Gesicht verlieren. Sie möchten siegreich vom Platz gehen und als Volksheld gefeiert werden. Für den Sieg genügt freilich eine einzige wohlgezielte blitzschnelle Attacke, um den Gegner zu Fall zu bringen. An dieser Stelle sollte der Ringrichter unterbrechen, denn der Kampf findet gefährlich nahe am Zuschauerrand statt. Der Löwe des Senegal wird eindeutig behindert und der gambische Tiger von Serra Kunda zum Sieger erklärt. Das aufbrandende Gejohle kennt keine Grenzen.